Hallo AFOPS, willkommen im Normenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Und du bist der Marco? Ich bin der Marco. Ich dachte, du wärst der Erdmensch. Marco. Falscher Kanal. Ich habe uns einen US-Truck gebaut. Was heißt uns? Den hat für mich gebaut. Ich zeige ihn dir jetzt. Ja. Ein US-Truck. Also erstmal, der US-Truck ist von Sembo und hat 849 Teile. Und die Teile finde ich ganz cool. Ich mag diese Farben. Ja. Ich mag diese Farben. Ich mag dieses Blau, dieses dunkle Blau. Dark Blue. Ist das Original Dark Blue? Das sieht mir aus. Ich finde es wirklich gut. Ist das so? Und ja. Dark Red. Und Dark Grau. Ja, ist ja eher so Metallic, ne? Also sieht gut aus. Also das ist ein US-Truck. Ja. Erinnert mich. Oh, der hat einen Pullback-Motor. Schick. Der hat einen. Hui. Gut, das ist jetzt kein Rennwagen, ne? Das ist ein Truck. Ja. Also von daher. Aber schön. Ich liebe solche Trucks. Erinnern mich an Filme wie ein ausgekochtes Schlitzohr oder Convoy oder so. Habe ich als Kind geliebt. Ich Convoy. Weiß noch, ich habe mir als Kind. Oh ja. Ich habe mir als Kind. Chris Christopherson. Ich habe mir als Kind den Truck aus Smokey and the Bandit, also ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds, habe ich mir aus Lego gebaut. Es gab ja damals nur Lego. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Und diesen Trans Am, den Sportwagen dazu. Ich meine halt in dem Detailreichtum, wie man sich mit 8 Jahren oder so hast so ein Auto baut. Hast du den Film öfters gesehen? Wir hatten den, glaube ich, mal eine Zeit lang auf VHS-Kassette. Ich kann mich immer an den Spruch erinnern, wir sind so, los, weiter. Kennst du nicht, gell? Nee. Das ist ein Zitat daraus. Ich kenn's. Aber ich weiß, dass meine Vorliebe für das amerikanische Erfrischungsgetränk Dr. Pepper aus dem Film stammt. Weil nämlich der Sheriff Buford T. Justice aus Texas... Jetzt hörst du mal wieder auf, mit Werbung zu machen. ...mal in der Raststätte war und Dr. Pepper bestellt hat. Und seitdem wollte ich wissen, was ist das, wie schmeckt das? So. Ja. Zurück zum... Es gibt, ja, wir haben ja übrigens auch ein Modell. Wir reden nicht nur über Filme. Nein. Also, ein Truck. Ja. Von Sembo. 849 Teile. Ja. Pullback-Funktion. Ja. Motorhaube. Eine Motorhaube. Schick. Darf ich den mal ganz vorsichtig drehen? Das ist trotzdem vorsichtig, ne? Aha. Diese Kabine hier, da habe ich schon 2, 3 Versuche gebraucht, weil jedes Mal habe ich es hier wieder angesetzt und habe es wieder verdrückt. Ich merke so, das ist alles so ein bisschen... Mhm. Es ist halt auch viel Show an dem Modell. Also es hat zwar eine Pullback-Funktion, ich würde es trotzdem mehr als... Die Pullback-Funktion, stell mir schön hin und sehe schön aus. Die Pullback-Funktion scheint auch vorne zu sitzen, denn hinten sind nur Achsen. Richtig. Wenn ich mal vorsichtig umdrehe. Oder meinst du, das überlebt mir nicht? Also die Pullback sitzt hier vorne direkt unter dem, hier, unter dem Führerhaus. Okay. Ein Pullback-Motor. Hm? Und da der ja ein bisschen Gewicht hat mit den 850 Teilen, ist er jetzt nicht ganz so flott. Aber ich finde ihn sehr schön gebaut. Wer hat den gebaut? So, wir haben hier eine Tür am Kabinchen. Also nicht die Fahrertür hier, ja, sondern hier die Kabinentür. Ich selbst kenne diese amerikanischen Trucks jetzt nicht von Original. Also ich habe noch gerade keinen gesehen, noch keinen reingeguckt oder... Also ich meine, es gibt Trucks, in denen halt so ein kleines Bett auch drin ist, damit die Fahrer da genau können. Ja. Wir haben hier eine Tür. Mhm. Also hier drin, wir nehmen jetzt mal ein bisschen vorsichtig auseinander. Okay. Auf meine Verantwortung. Ich habe so ein bisschen... Das Dach geht ab. Sollte abgehen. Warte. So. Und jetzt mache ich die Tür auf, damit ein bisschen Licht reinkommt. Tatsächlich. Da drin ist also ein, ne, so eine Liege, Britsche, wie auch immer. Mhm. Und ein Schrank mit Lampe. So ein kleines Schränkchen mit 2 Schubladen. Auch, ja, schick. Ist voll die kleine Wohnung. Ist voll die kleine Wohnung. Ich darf auch mal gucken. Na gut. Ja, schick, ich denke, die amerikanischen Trucker, die sind ja da auf der Route 66 auch Tage unterwegs, nur so eine einfache kleine Kabine wie in manchen deutschen LKWs wird da nicht reichen. Ja. Wochen, wenn nicht gar Tage. Ja. Genau. Also ich denke, da brauchen die auch ein bisschen Raum. Hier oben sind auch, das Dach ist auch nur auf 2 Noppen, damit man es leicht abnehmen kann. Sonst hätte man hier ja mehr. Du bist clever Kerlje. Ja. So, was kann ich euch denn noch berichten? Also, die ganzen Auspuffrohre hier so weiter, den Kohlen in diesem, diese Deckelchen. Die ist zwar also nicht, das genau. Das ist kein Chrom. Das ist kein Chrom, ist Flat-Silver. Flat-Silver. Flat-Silver würde ich den Farbton jetzt in Bückling nennen. Und diese Flat-Silver, das packen wir zwischen Light
bluish gray und chrom? Ja, das ist also quasi ein Metallic-Farbton, der aber nicht mit so einer Chromschicht, die man auch abknubbeln, also abrubbeln kann. Also wenn man ein Chromteil hat und ein Chromteil wird häufig in ein anderes Teil gesteckt, dann ist an der Innenseite, wo halt die Reibung erzeugt wird, ist irgendwann das Chrom ab, weil das wirklich eine Beschichtung ist. Das hier ist durchgefärbt. Das ist eine Farbe, die durch, also quasi, das ist der komplette Kunststoff ist aus diesem Farbton. Okay. Wobei ich bei diesem, deswegen ist es widerstandsfähig, bei diesem Biluco-Modell, was ich dir gezeigt habe, diesen roten Olds, hier diesen Oldtimer-Ding, der hat ja sehr viel Chrom gehabt. Ja. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass ich das irgendwie mal ablösen könnte. Das sah mir sowas von gut aus. Es ist stabil, bis man es halt immer wieder mal, weißt du, wenn du so einen Clip hast und du machst immer wieder was rein, was raus, was rein, was raus, irgendwann ist es innen dann halt. Also die Bricks zum Spielen ist gefährlich am Ende. Chrom. Ja. Chrom. Ich sehe blaue Pins. Ja. Das ist jetzt wieder schade. Ja. Zumal die auch schwarze mitverarbeitet sind. Der hat auch schwarze Pins, ne? Ja. Wobei die blauen sind die langen. Das sind diese, weißt du, ein Drittel, zwei Drittel. Ja, ich weiß. Es gibt diese Farbkodierung, aber ich brauche die Farbkodierung. Ich glaube, ihr braucht die Farbkodierung auch nicht, oder? Es könnten einfach alle Pins in schwarz sein und es würde trotzdem funktionieren. Gibt es diese ein Drittel, zwei Drittel Pins auch in schwarz, Margo? Spätestens, wenn wir sie produziert haben, wird es sie geben, ja. Und wir werden sie produzieren für unsere Hardpacks. Denn die kleinen waren alle schwarz. Ja. Hier sind noch ein bisschen Ersatz. Die kleinen waren alle schwarz. Ja. Und der hat ja vier verschiedene Pins, die hier verarbeitet worden sind. Ne? Wir haben einen Teiltrenner dabei gehabt. Hier ist ja eine. Diesen? Das ist der blaue. Ja. Die gibt's. Man kann die auch in schwarz herstellen. Man hat eine Gussform. Gibt es die schon in schwarz? Das ist meine Frage. Je nach Hersteller. Es gibt auch Hersteller, die haben die auch in schwarz, ja. Okay. Da ist eine Gussform und welche Farbe der Kunststoff hat, der da reingespritzt wird, das hängt halt einfach von denen ab, die es produzieren. Mhm. Von deinen Silver, Flat Silver haben wir ja jede Menge, gell? Das ist ja fast alles. Ja. Wenn du das fleht mir vielleicht von hier ein bisschen und du siehst es auch, das ist ja alles. Ja. Alles hier, Flat Silver. Ja. Und diese Teile hier unten, ich guck mal, ob ich es abmachen kann, warte mal. Das hier? Ja, das sind so einzelne, nicht Zahnräder, sondern ja. Mhm. Kennen wir die? Also ich kenne sie nicht. Habt ihr das erste Mal verarbeitet? Ja, ich hab die schon mal in der Hand gehabt, aber ich glaube, ich habe zu Hause kein Set, in dem die verbaut sind. Sind 14 Stück da mit drin. Ja, ergeben halt dann schön diese Tanks. Ne? Genau, und da sieht man noch mehr blaue Pins. Aber siehst du auch noch zwei. Ja. Sind halt mit drin. Also ein Modell, ich sag mal wie früher diese Model-Team-Modelle, auf einem Chassis aus Technik, Bricks, Liftarms sogar. Das also hier, man sieht es jetzt ja hier schön, die Basis sind solche Liftarms, solche langen Technik. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Technik-Set ist oder nicht. Es sind ich sag jetzt mal, 30% Technikteile. Ich würde es als ein Modell, als ein Model-Team-Set oder so würde ich es bezeichnen, das auf einem Technik-Chassis gebaut ist, aber ein Technikmodell wäre es für mich, wenn sich hier jetzt Zylinder drehen würden oder so. Dafür ist mir der Anteil an Bricks zu hoch. Wie seht ihr das? Ist das für euch ein Technikmodell? Oder sagt ihr, okay, da ist ein Pullback-Motor drin, da ist ein Rahmen aus Technik-Liftarms, aber letztendlich ist das alles hier oben drauf Brick-Build. Wie seht ihr das? Schreibt uns einen Kommentar dazu. Also ein Technik-Set, ja, das sagst du schon richtig, sollte eigentlich mehr Funktionen haben oder was. Und halt zu einem größeren Anteil aus Technikteilen bestehen. Wir hatten ja schon Sets wie diesen schwarzen Geländewagen beispielsweise von Sembo, glaube ich. Ja. Der hatte so ein paar Bricks, um halt hinten und so übermal schöne Verzierungen zu machen, bestand aber zu 90% aus Technikelementen. Das ist für mich ein Technikset. Hier ist das Verhältnis aus Techniksteinen zu anderen Noppensteinen einfach andersrum. Okay. Was ich mir für das Set jetzt noch wünschen würde. Ein Trailer. Ein schöner Trailer. Wäre cool. Das wäre noch was. Du, ich habe in dem Set auch noch einen Stickerbogen gehabt. Ein riesen Stickerbogen. Ich finde das Ding so schon sehr, sehr toll. Ja, also wir haben hier so diverse Flammen. Ich habe diese Dinge nicht aufgetragen, weil das hätte bei mir nicht gut aussehen, wenn ich die drauf gemacht hätte. Mhm. Ja. Aber wer Bock drauf hat. Okay, er kann das ganze Ding auch noch tunen. Ja, und was macht die Bauanleitung? Die liegt hier. Ja, wie ist die Bauanleitung? Zeigst du mal her die Bauanleitung und was hast du? Also, Zembo-Bauanleitung. Also keine nummerierten Tünen. Mhm. Packst deine 800 Teile auf den Tisch,
Okay. Kannst, wenn du willst, ein bisschen vorsortieren, aber bei 18 Teile geht es noch. Packst du alles auf den Tisch und suchst dir raus, was du brauchst. Die haben jetzt in den einzelnen Bauabschnitten schon die Sticker jeweils drauf gemacht. Nicht am Schluss, sondern du solltest jedes Mal dazwischen machen. Ich hab's gelassen, weil das. Ja, ja. Also das. Nee. Ansonsten die Bauabschnitte klein gehalten. Also du hast nicht hier irgendwie, baue jetzt mal 30 verschiedene Teile dran. Ja. Cool. Fängt mit Technikteile an und endet mit. Ja, du baust erst den Rahmen und dann baust du auf den Rahmen drauf, klar. Genau. Aber ja. Und so vorsichtig wie du damit umgehst, würdest du sagen, das ist ein Modell für die Vitrine und es ist nichts, was das Kind über den Teppich fahren lässt. Also Pullback-Motor ist schön, aber letztendlich. Ja, du ich meine, sollte Radschutze. Radschutze? Schutzbleche. Sagen wir so. Ja. Die Mehrzahl, Schutzbleche. Ja. Die gehen halt, die hängen hier hinten, hängt er auf einem und hier vorne auf zwei Noppen. Mhm. Das heißt, mach's ein bisschen dran rum, ist ab. Ja, ja, das Führerhaus, das sitzt halt, du hast in der Mitte, hast du zwei Schienen, auf denen das Ganze drauf sitzt. Das heißt, mit Druck hier oder hier würde das Ganze auch sich verabschieden. Ja, verstehe. Ja, ist ein schönes, optisch ist ein ich schönes cool. Modell. Und man kann es auch ein bisschen hinterherfahren. Man kann auch vorsichtig mitspielen. Also nicht so wild. Ja. Also wir lassen den jetzt mal vom Tisch fahren und gucken, was passiert. Du bist so lustig. Ja, ja, ich bring dir nichts mehr mit. Ganz vergessen. Doch. Nix. Lass uns lieber mal das Set zusammenfallen. Ja, dann fass doch mal. Ja, du hast den da vergraben. Den ich fass mal zusammen. Wir haben hier einen US-Truck von Sembo, die 701803 mit 849 Teilen. Wir liegen dabei bei ca. 50 Euro, haben eine Größe von 36 cm in der Länge, 12 cm in der Breite und 15 in der Höhe mit unseren Pipes hier. Mhm. Die Komplexität ist dann schon, also für mich war es anspruchsvoll, weil das eine oder andere muss man schon ein bisschen vorsichtig machen, sonst hat man es wieder kaputt gedrückt. Mhm. Vielleicht ist es aber auch mit meinen Fingern. Ne? Okay. Tolles Ding aber. Ich hatte Spaß. Und ich habe auch Spaß, wenn es nachher bei mir in der Vitrine steht. Ich würde sagen, es passt jetzt nicht vom Maßstab, aber vom Typ des Modells her schön zu dem Hot Rod von Bluco. Auch ein schönes Vitrinenmodell, sieht toll aus, hat viele kleine optische Details, optische Finessen. Bist aber ganz ehrlich, ich sehe das gerade zum ersten Mal, bist du denn sicher, dass hier noch was fehlt? No. Also so hier, ich würde da jetzt eigentlich noch so ein Dach drauf erwarten. Da sind auch so Teile übrig. Ich meine ja nur. Marco, können wir das klären, wenn das Video zu Ende ist? Okay, also achtet nicht hier drauf. Also ihr habt wir achten dann nach dem. Wir gucken das. Ihr habt ein paar Teile übrig, wenn ihr das baut, eventuell. Ich will dich nicht ärgern. Nur diese Slopes, die würden rein farblich gut hierher passen. Ja. Kannst ja ein bisschen modifizieren. Das tut mir leid. Nein, also das ist noch verbesserungswürdig. Also optisch kann man noch was machen. Na gut, Noppensteine kann man nie genug haben. Alter. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Und das wünsche ich dir, Michael, jetzt auch. Ja. Tschüss. Tschüss. So, Marco. Fertig. Ich habe es noch hingekriegt. Perfekt. Perfekt. Bartosz, kannst du das auch bitte nochmal für unsere Fans. Der Micha kann es doch. Das war vorher auch richtig. Es war halt ein Cabrio. Ja, es macht es nicht besser, Marco. Es macht es nicht besser.